Das Schicksal verschlug mich an einem Morgen des Jahres 1910 an den Gare du Nord. Die Erde, die die Wurzeln meiner Kunst genährt hatte, war Vitebsk. Doch meine Kunst brauchte Paris so nötig wie ein Baum das Wasser. Marc Chagall musste fort aus der russischen Heimat. In Paris, so ahnt der junge Maler, würde seine einzigartige Kunst aufblühen. Im frühen 20. Jahrhundert ist die französische Metropole eine wichtige Station für Künstler aus dem Kaiserreich Russland. Der Inbegriff kreativer Freiheit. Chagall, der zu einem Pionier der figurativen Kunst der Gegenwart avanciert, malt sein erstes Pariser Gemälde mit nur 24 Jahren. L'Atelier. Zentral an der Wand ein Bildnis seiner geliebten Bella, die in Russland zurückgeblieben ist. Ein leerer Rahmen auf dem Boden symbolisiert die ungewisse Zukunft des Künstlers. Wie soll er auf die Pariser Moderne reagieren? Was wird aus dem russisch-jiddischen Universum in seiner Malerei? So beginnt für Chagall eine große Reise zwischen populärer und moderner Kunst, in deren Sog zwischen 1910 und 1930 eine ganze Künstlergeneration gerät. Nach seinem ersten Pariser Jahr erhält Marc Chagall ein Atelier in der renommierten Künstlerkolonie La Ruche, zu Deutsch Bienenstock, mitten in Montparnasse. La Ruche, so hießen rund 100 Ateliers, gesäumt von einem kleinen Garten, direkt am Schlachthof von Vaugirard. Diese Ateliers wurden von einer Kunstbohème aus aller Herren Länder bewohnt. Mit ihm beziehen auch einige seiner Landsleute die Künstlerkolonie. Darunter die befreundeten Maler Chaim Soutine, Pinchus Crémenier und Michel Kikuin. Chagall kennt bisher nur den Bildhauer Ossip Zadkine, einen früheren Schulkameraden. An seine Ankunft in der Kolonie erinnert sich Zadkine so. Man sah einen zweistöckigen Rundbau, eine Art grauer Camembert. Jeder Künstler, der sich einmietete, besaß ein Stück. Ich musste mein letztes Geld ausgeben, um mir ein Bett zu kaufen. Ich fühlte mich nackt und nichtig, aber bereit, ein neues Leben zu beginnen. Mit seinem internationalen Ruf lockt Paris Künstler aus der ganzen Welt. Besonders osteuropäische Juden, die in ihrer Heimat ausgegrenzt und Opfer von Pogromen waren. Einer von ihnen, der Maler Crémenier, schreibt: In Paris sind die Juden Menschen. Man darf hier völlig frei malen. Wäre da nur nicht die Sprachbarriere, die es zu überwinden gilt. Die jungen Leute sprechen meist nur Jiddisch, manche auch Russisch. Zum Glück gibt es eine Sprache, die alle Kulturen verbindet. Die der Kunst. Mir schien, und das gilt bis heute, dass es keine größere Revolution des Sehens gibt als jene, auf die ich 1910 bei meiner Ankunft in Paris traf. In der Kunst versetzt gerade eine neue Avantgarde die Szene in Aufruhr. Der Kubismus, 5 Jahre zuvor von Pablo Picasso und Georges Braque begründet, propagiert die Dekonstruktion des Raums und die Geometrisierung der Form. Ich habe die großen Kubisten bewundert. Ihre Arbeit hat mich inspiriert. Doch in meinen Augen beschränkt der Kubismus die bildlichen Möglichkeiten. Ich brauche mehr Freiheit. Die Kunst ist mir vor allem ein Seelenzustand. Die zweite Hauptströmung der Moderne ist der Fauvismus. 1905 entstanden ist Henri Matisse einer seiner Hauptvertreter. Für ihn muss die Farbe dreierlei sein: rein, hell und leuchtend. Paris lässt Chagalls Farben erstrahlen. Auch die der Maler Kikuin, Soutine und Crémenier. Zadkine hingegen erlebt große Beachtung wegen seiner kubistischen Phase.
Während in den Russenateliers ein gekränktes Modell schluchzte, bei den Italienern Lieder und Gitarrenklänge ertönten und bei den Juden Diskussionen, saß ich ganz allein in meinem Atelier vor meiner Petroleumlampe. Inspiriert von der Pariser Ästhetik entwickelt Chagall sein eigenes Universum. Reelles und Imaginäres stehen in Paris durch das Fenster Seite an Seite. Vor leuchtenden Farben, die an die Trikolore erinnern, erhebt sich der Eiffelturm neben schwebenden Luftmenschen oder einem Zug, der auf dem Kopf fährt. Vor dem Fenster symbolisiert ein Doppelkopf Chagalls Verbundenheit mit den befreundeten Dichtern, die ihn in Paris unterstützen. Nur die Entfernung, die Paris von meiner Heimatstadt trennt, hielt mich ab, sofort wieder zurückzukehren. Mit aller Kraft klammerte ich mich fest. Keine Akademie hätte mir all das geben können, was ich entdeckte, als ich mich in die Ausstellungen von Paris und seine Museen verbiss. Paris bietet diesen jungen Künstlern noch eine ungeahnte Freiheit. Unbeschränkten Zugang zu den Kunstakademien, der in Russland wegen der antijüdischen Gesetze und ihrer Quotenregelungen drastisch beschränkt ist. Sich der figurativen Kunst zuzuwenden heißt jedoch, dem biblischen Abbildungsverbot zu trotzen, das in der jüdischen Tradition eine zentrale Stellung einnimmt. Soutine wurde in seiner Kindheit sogar verprügelt, weil er Porträts malte. Nach jüdischem Brauch ist die Darstellung von Menschen verboten. Es heißt, du sollst dir kein Bildnis machen. Darum dominieren hier die dekorative Kunst und das Kunsthandwerk. Der Mensch ist in der Kunst nicht vertreten. Man sieht Tiere, Vögel, Pflanzenornamente, also Ziermotive. Ob religiöse Kultur, familiäres Umfeld oder der Status der Juden in Russland. Nichts hat diese Künstlergeneration prädestiniert, bald schon Teil der neuen Pariser Schule zu werden. Kaum einer kann sich am Markt behaupten, denn ihre Stile unterscheiden sich so sehr, dass die Kritik Mühe hat, sie einzuordnen. Doch Dichter und Literaten, die tagtäglich den kulturellen Schmelztiegel von Montparnasse erleben, entdecken rasch ihr Talent und beschreiten selbst moderne Wege. Allen voran der Poet und Kunstkritiker Guillaume Apollinaire, der Chagall eng verbunden ist. Mit seinen Gedichten in Versen, Zahlen und ansteigenden Silben wies er uns den Weg. Übernatürlich, jubelt Apollinaire, als er Chagalls Kunst entdeckt. Dessen wichtigster Gefährte in Paris wird jedoch Blaise Cendrars, der mehrere seiner Gemälde betitelt und Russisch spricht. Ich hatte begonnen, die Menschen zu fürchten. Da kam Cendrars und der schiere Glanz seiner Augen tröstete mich. Er bestärkte mich, in Ruhe zu arbeiten, neben den blasierten Kubisten, für die ich vielleicht ein Niemand war. Cendrars stellt Chagall dem Künstlerpaar Sonnier und Robert Delaunay vor, das durch seine vibrierenden Formen und Farben eine radikale Erneuerung anstrebt. Sonnier, auch sie russischer Herkunft, hat Cendrars Prosa von der transsibirischen Eisenbahn und der kleinen Jeanne von Frankreich mit der Schablone illustriert. Wie eine Ziehharmonika gefaltet, ist das 2 Meter lange Leporello mit seiner Kombination aus Text und explosiven Farben ein Meilenstein der Grafik. Chagall fühlt sich frei zu experimentieren. Er gehört keiner der Avantgarde-Strömungen an, auch wenn sie seine Arbeit prägen. Huldigung an Apollinaire, auf dem 4 Freunde verewigt sind, zelebriert den Kubismus und den Fauvismus auf seine Weise. Die Körper von Adam und Eva sind durch ein geometrisches Beinpaar verbunden, ehe sie wie die Zeiger einer Uhr auseinanderdriften. Farbtöne und Kreise des Zifferblatts spiegeln die Ästhetik der Delaunays wider. Immer wenn er auf eine neue Bewegung trifft, wie den Kubismus oder eine andere Avantgarde-Richtung, die in Paris existiert, dann ergänzt er sie.
Er nutzt sie als Element, um seine Welt auf individuelle Art zu formen. Meine persönlichen Quellen sind dieselben geblieben. Ich bin kein Pariser geworden, aber hier erhält mich das Licht von innen. Es hilft mir beim Gestalten. Chagall vollendet ein Bild aus der in Russland begonnenen Serie über den Lebenszyklus, La Noce, die Hochzeit. In Russland ist alles düster, braun und grau. Kaum in Frankreich war ich geblendet vom Strahlen der Farben und vom Spiel der Lichter. Ich fand, was ich verzweifelt gesucht hatte, Raffinesse, in der Materie und in den grandiosen Farben. Angeführt von volkstümlichen Musikanten zieht die Hochzeitsgesellschaft rund um das Brautpaar dahin. Mit seiner horizontalen Struktur, beherrscht von bunten Blockstreifen, wirkt das Gemälde wie eine Partitur. Eine Komposition eingefasster Kuben, besetzt mit Figuren, die wie Musiknoten verteilt sind. Eine Welt voller Glück oder Tragik, real oder metaphorisch dargestellt. Alles trifft auf der Leinwand zusammen, mitunter auch versteckte Botschaften. So steckt Le Mort, der Tote, voller Geheimnisse. Man muss die volkstümlichen Motive, Schild und Straßenkehrer und die versteckten jiddischen Sprichwörter entschlüsseln können. Auf Jiddisch sagt man zu einer leeren Straße, erteute Gasse, also eine tote Gasse. Darum platziert Chagall im Zentrum dieser Szene einen Leichnam. Auf dem Dachfirst sitzt ein Geiger, eine weitere Anspielung auf eine jiddische Redewendung. Meschugge, herup vom Dach. Du bist ja verrückt, komm runter vom Dach. Er lässt den Geiger auf dem Dach thronen, wie den Künstler über der Tragödie des Lebens. Der Tote ist im Grunde Chagalls erste Inszenierung. Er zeigt sein Urverständnis vom Gemälde als Theaterraum. Neben stark präsenten jüdischen Elementen wird auch das Thema Russland mit einbezogen. Das in Paris entstandene Bild Ich und das Dorf zeugt von der Heimatverbundenheit des Malers. Ich malte Kühe, Bäuerinnen, Hähne und russische Dörfer, weil sie zum Teil das Land meiner Herkunft repräsentierten. All diese Dinge haben sich zweifellos mehr als alles andere in mein visuelles Gedächtnis eingebrannt. Jeder Maler wird irgendwo geboren. Und selbst unter den Einflüssen seiner neuen Umgebung bleiben gewisse Essenzen, gewisse Aromen seines Heimatlandes in seinen Werken erhalten. Er will seine vielfachen Identitäten zu keiner Zeit verleugnen. Im Gegenteil. Doch spürt er rasch, dass er sich auch in keiner Identität einigeln will. Auch nicht in der französischen. Sein Reichtum besteht darin, dass er eine Szenografie mit all diesen Identitäten erstellt. Oder ein persönliches Rezept. Trotz der Faszination für die Pariser Avantgarde sind einige Künstler von La Ruche auf der Suche nach einer modernen Lesart der identitären Kunst. In Zeiten, da von Juden Assimilierung erwartet wird, herrscht Furcht vor dem Untergang der eigenen Kultur. Vor diesem Hintergrund rufen sie die Monatsschrift Mahmadim, die Kostbaren, ins Leben. Der Bildhauer Marek Schwarz schreibt, das Blatt sollte vom jüdischen Stil in der bildenden Kunst handeln. Es sollte uns als Heimstatt dienen und überall hin folgen, so wie ein Zelt den Nomaden folgt. Und betont, Chagall beteiligte sich nicht aktiv, doch realisierte er unser Ideal besser als wir selbst. In meinem Zimmer in der Rüsch, wo ich arbeitete, hörte ich durch die Wand den Streit zweier jüdischer Emigranten. Während am Himmel von Paris der Morgen graute,
lachte ich über die sinnlosen Überlegungen meiner Nachbarn zum Schicksal der jüdischen Kunst. Na gut, redet ihr nur, ich vollbringe. Obwohl er sich in der Rüsch isoliert fühlt und der Erfolg ausbleibt, er auch nicht sonderlich viele Kontakte hat, schließt er sich dieser Bewegung nicht an, indem er sagt, ich bin dabei. Er ist nicht nach Paris gegangen, um sich einer Welt zu widmen, die er in- und auswendig kennt. Stattdessen hat er die Zeit genutzt, um Strömungen kennenzulernen, von denen er bislang nie etwas gesehen oder gehört hat. Fortan bestimmt eine Mischung aus russischer, jüdischer und französischer Kultur Chagalls Bildkosmos. Körperlich ist er in Paris, mit dem Herzen aber bleibt er in seiner Heimat Vitebsk. Diese Synthese zeigt er beim Herbstsalon in Selbstporträt mit 7 Fingern. Chagall malt sich selbst in seinem Atelier in der Rüsch, wie er gerade das Bild Russland den Eseln und den anderen anfertigt. Und er zeigt sich vor der Staffelei zwischen zwei Welten. Hinter ihm sieht man Paris mit dem Eiffelturm. Und über seinem Kopf eine Wolke, in der die Kirchen von Vitebsk auftauchen. An seiner Hand sind 7 Finger. Der tiefere Sinn dahinter, mit alle 7 Finger, heißt, etwas mit Hingabe und Leidenschaft tun, mit Leib und Seele. Außerdem ist die 7 Chagalls Lieblingszahl. Sein Geburtsdatum ist der 7.7.1887. Der Ausbruch des Ersten Weltkriegs 1914 markiert das Ende einer Ära. Blaise Cendrars ruft zum Einsatz für Frankreich auf. Nahezu 45.000 Ausländer, mehrheitlich Russen, melden sich freiwillig. Unter ihnen Künstler der Rüsch, wie Satkin, Kikuin und Soutine. 2 Monate zuvor hatte Chagall in Berlin seine erste Einzelausstellung mit über 200 seiner Pariser Bilder. Zurzeit besucht er seine Verlobte Bella Rosenfeld in Vitebsk. In Europa brach der Krieg aus und machte Picassos Kubismus ein Ende. Über meinem Kopf dröhnte der Krieg. Der Weg nach Europa war abgeschnitten. Eine einzigartige, unglückliche Stadt. Es ist meine Stadt, die ich wiedergefunden habe. Voller Emotionen kehre ich zurück. Seit Beginn des 20. Jahrhunderts strömen die Ideen einer progressiven jüdischen Bewegung nach Vitebsk, 500 Kilometer westlich von Moskau. Sie sind inspiriert von der französischen Aufklärung. Doch Vitebsk gehört auch zum sogenannten Ansiedlungsrayon der Juden im zaristischen Russland. Dem Gebiet, wo sie sich aufhalten dürfen. Sie stellen über die Hälfte der Einwohner von Chagalls Heimatstadt. Die Juden im Russischen Kaiserreich sind zu Beginn des Ersten Weltkriegs die Letzten, die weiter auf ihre Gleichstellung als Bürger warten. Regelmäßig Opfer gewaltsamer Übergriffe ist auch ihr Zugang zu Schulen und Universitäten durch eine Quotenpolitik geregelt. Die Bewegungsfreiheit endet am Rande des Ansiedlungsrayons. Nachdem er in Paris ein freies Leben geführt hat, wird Chagall nun wieder mit dieser Realität konfrontiert. Eine Realität, die ihn seine ganze Kindheit hinweg begleitet hat. Chagall ist in einer einfachen, frommen Familie aufgewachsen. Zu Hause spricht man Jiddisch. Seine Mutter, die sein Berufsziel Maler unterstützt, führt einen kleinen Krämerladen. Sein Vater ist Gehilfe eines Heringshändlers. Er stemmte Tonnen und mein Herz zog sich zusammen.
Nur sein Gesicht, mal gelb, mal bleich, zeigte von Zeit zu Zeit ein angedeutetes Lächeln. Ich würde sagen, mein Talent steckte eher in ihr. Durch sie wurde mir alles vermittelt, außer ihrer Weisheit. Als ältestes von 9 Kindern wird Chagall nach dem Besuch des Cheder, wo Knaben in den Schriften des Judentums unterwiesen werden, auf eine russische Gemeindeschule geschickt. Zurück in Witebsk widmet er seiner Familie und seiner Stadt eine Bilderserie, die er seine Dokumente nennt. Ich malte an meinem Fenster. Die Dächer, die Balken, die Zäune und alles, was draußen lag, bezauberten mich. Bisweilen erschien ein Gesicht, so tragisch, so alt, dass es fast wie ein Engel wirkte. Als Kind hat Chagall in Witebsk die Kunst entdeckt, obwohl nichts darauf hindeutete. Der Ausruf eines Freundes beim Anblick seiner Zeichnungen, du bist ja ein echter Künstler, gab seinem Schicksal eine überraschende Wendung. Was ist das, ein Artist? Wer ist Artist? Kann es sein, dass ich auch? Umgehend erinnerte ich mich, irgendwo in der Stadt ein großes Schild gesehen zu haben, wie jene an den Läden, Mal- und Zeichenschule des Malers Yehuda Penn. Ich dachte, die Würfel sind gefallen. Ich muss nur noch an diese Schule kommen, dann werde ich Künstler. Die Begegnung mit Penn spielte im Leben Chagalls eine entscheidende Rolle. Zu jener Zeit, im ausgehenden 19., beginnenden 20. Jahrhundert, war dessen private Kunstschule die einzige in der ganzen Stadt. Hätte es sie nicht gegeben, wer weiß, welche Wende Chagalls Leben genommen hätte. Vielleicht hätte er weiter retuschiert und ein Fotoatelier geführt. Tatsächlich hat der Maler Yehuda Penn nicht nur die erste Kunstschule Weißrusslands eröffnet, sondern auch die erste jüdische Kunstschule. Ihre Gründung ist doppelt bemerkenswert. Einerseits verdankt sie ihre Eröffnung im antisemitischen Russland der unverhofften Fürsprache durch den Gouverneur von Witebsk. Andererseits bietet sie jedermann freien Zugang zur bildenden Kunst. Für orthodoxe Juden höchster Frevel. Yehuda Penn hat sich nicht ohne Grund in Witebsk niedergelassen. Der berühmte Maler Ilja Repin, dem er in St. Petersburg begegnet war, besitzt ein Sommergut ganz in der Nähe, an den Ufern der Dwina. Repin hat in Russland die Ästhetik des sozialistischen Realismus geprägt. Auch Penn gehört dieser Schule an. Doch nutzt er ihre soziale Tragweite, um die Geschichte seiner Gemeinschaft ins Bild zu rücken. Repin ist ein Vertreter der russischen Kunst, während Penn die jüdische Kunst vertritt. Das sind unterschiedliche Kategorien. Die Juden durften nicht in die Hauptstadt St. Petersburg, wo Repin arbeitete. Es waren zwei grundverschiedene Welten. Auch wenn beide die akademische Technik beherrschten, waren es doch zwei getrennte Universen. Als Maler des Städtel, wie er genannt wird, dokumentiert Penn den Alltag der kleinen Leute bis ins kleinste Detail. Diese akademische Technik, jene Kunst eines ethnografischen Realismus, vermittelt er auch in seiner Schule, ohne seine Schüler darauf festnageln zu wollen. Wenn er die Juden auf den Straßen von Witebsk abbildete, huldigte er gewissermaßen ihrem Alltag. Für diesen Aspekt waren alle seine Schüler empfänglich. Da es mehrheitlich jüdische Jungen und Mädchen waren, übernahmen sie seine Methode und entwickelten sie weiter, jeder auf seine Weise. Auf den bei Penn erworbenen Grundlagen entwickeln neben Chagall auch Solomon Judowin,
David Jakason und Elle Sitzky ihren eigenen Stil und beschreiten ihren Weg in Richtung Moderne. Noch einige andere junge Leute aus der Provinz verdanken euch ihren Werdegang. Ihr habt eine ganze Generation jüdischer Maler groß gemacht. 1914, 7 Jahre nach dem Schulabschluss bei Penn und der Fortsetzung seiner Kunstausbildung erst in St. Petersburg, dann in Paris, hat Chagall zu seiner eigenen poetischen Bildsprache gefunden. Während er im Ersten Weltkrieg in Russland festsitzt, heiratet er 1915 seine Verlobte Bella. Ich brauchte nur mein Fenster zu öffnen. Schon strömten Himmelblau, Liebe und Blumen mit ihr herein. Stets ganz in Weiß gekleidet oder ganz in Schwarz, schwebt sie über meinen Bildern und lenkt meine Kunst. Bella, sein Modell und seine Muse, wird zur zentralen Figur seiner Bilder. Über der Stadt zeigt das Paar, wie es umschlungen über Witebsk dahinfliegt. Auf dem Ölbild Geburtstag lässt sie die Liebe förmlich abheben. Während Chagall das junge Glück in allen Farben zelebriert, tritt das lange Befürchtete ein. Der Erste Weltkrieg erreicht auch Witebsk. Es wird zur Garnisonsstadt erklärt. Kriegsknechte, Mujiken mit Wollmützen und Bastschuhen an den Füßen, ziehen an mir vorüber. Sie essen, sie stinken. Ich höre, ja, ich spüre die Kämpfe, den Kanonendonner, die in den Schützengräben begrabenen Soldaten. Chagall wartet auf den Frontbefehl, demoralisiert von dieser menschlichen Tragödie. Er verarbeitet das Geschehen in Zeichnungen, doch er zeigt keine Schlachten. Unter seiner Feder ersteht in Schwarz-Weiß, mit Tusche, das Leid der Menschen. Vor seiner Abreise aus Paris war der Strich noch fragil, schwach, suchend, das Papier liebkosend. Nun ist er schneidend. Er durchschneidet das Papier. Schwarz entfaltet sich nun großflächig, tiefgreifend. Als spürte er all diesen Schmerz am eigenen Leib. Als würde er all diese Gräuel selbst einatmen. Aber er zeigt kein Blut, überhaupt nicht. Er braucht gar kein Rot zu zeigen. Alles wird mit Formen und schwarz-weißen Flächen ausgedrückt. Schwarz und Weiß, die Gegenüberstellung oder Symbiose dieser beiden Farben spiegelt die jüdische Kultur ebenso wie die orthodoxe russische Kultur wider. Im Judentum kommt Schwarz häufig zum Einsatz, besonders an Ostern. Bei religiösen Zeremonien tragen die Geistlichen ein schwarzes Gewand. Schwarz und Weiß entspricht aber auch der Verbindung von Gut und Böse, von Glück und Unglück. Weiß ist in der jüdischen Kultur vor allem ein Symbol der Hoffnung. Bei den orthodoxen Russen verhält es sich nicht anders. Hier steht Weiß für Reinheit und Erhabenheit, so wie Schwarz ein Symbol der Trauer ist.
Chagall wird 1915 zwar eingezogen, entgeht aber der Front. Er arbeitet in einer Militärdienststelle, als 200.000 Juden plötzlich aus den Grenzregionen verwiesen werden. Jede Niederlage der Armee war für ihren Oberst Anlass, die Juden zu brandmarken. Vertreibt sie alle binnen 24 Stunden oder lasst sie erschießen, einzeln oder auf einmal. Ich wollte sie am liebsten auf meine Bilder verfrachten, um sie in Sicherheit zu bringen. Chagall malt den Juden in Rot. Es ist die Personifizierung des Schicksals einer permanent bedrohten Gemeinschaft. Ein müder alter Mann dominiert das Gemälde in der Vertikalen. Seine grüne Hand symbolisiert das Leid, die andere, weiße, das göttliche Licht. Wie ein Dialog zwischen den Bibelstellen über den Exodus, über das Schicksal des großen Volkes der Israeliten im Hintergrund. Ab hier taucht auf Chagalls Bildern eine neue Figur auf. Die des ewigen Juden. Der Vagabund mit seinem Bündel und Wanderstab als Inbegriff von Bedrohung und Entwurzelung. Die akute Gefährdung veranlasst zur gleichen Zeit den Schriftsteller Salomon Anski, ethnografische Expeditionen im jüdischen Ansiedlungsrayon zu organisieren. Auch er stammt aus Witebsk. Seine Mitarbeiter sollen das materielle und kulturelle Gedächtnis in 70 Siedlungen dokumentieren. Per Fragebogen werden Bräuche und Lebensumstände der Menschen festgehalten. Dazu werden Hunderte von Geschichten und Liedern aufgezeichnet. Die Künstler unter ihnen haben die Aufgabe, die Inschriften von Grabsteinen zu erfassen, aber auch die Ziermotive der Synagogen. Unter ihnen Elisitsky sowie Solomon Judowin als wichtigster Fotograf. Sie alle sind auf der Suche nach einer volkstümlichen jüdischen Kunst. Unter dem Eindruck ihrer Forschung entwickelt Judowin ein einzigartiges ethnografisches Werk mit dem Ziel, das Gedächtnis einer verschwindenden Kultur auf Papier zu bannen. Andere Maler, Bildhauer, Lithografen und Literaten schöpfen aus der Folklore, um ihren modernen künstlerischen Stil zu finden. Chagall will frei bleiben und bedient sich lediglich einiger Anleihen, die seine Malerei inspirieren. Meine Kunst entspringt den Büchern auf den Pulten und den Schränken der Synagogen, die ich mit meinen blassen Fingern berühren durfte. »1917, mitten im Krieg, bricht die Februarrevolution aus. Russland überzog sich mit Eis. Lenin hat das Land umgekehrt, so wie ich meine Bilder umdrehe.« Die Revolution veränderte Chagalls Leben radikal. Ein Leben, das nach seiner Rückkehr aus Paris 1914 gerade erst wieder angefangen hatte, in geordneten Bahnen zu verlaufen. Er hatte es in Russland nicht ohne Mühe zu einer gewissen Berühmtheit gebracht. Die Revolution hat diesen Prozess der Anerkennung jäh gestoppt, denn sie führte zu enormen gesellschaftlichen Umwälzungen. Das Ausstellungssystem wurde über den Haufen geworfen. Der Staat kontrollierte nun alles. Und Chagall fand sich in völlig neuen sozialen Verhältnissen wieder. Doch die Revolution beschert Chagall, wie allen Juden in Russland, auch eine plötzliche Freiheit.
Sie verleiht ihnen zum ersten Mal die ersehnte Gleichberechtigung. Juden dürfen sich nun uneingeschränkt bewegen, Universitäten besuchen und in Jiddisch publizieren. Von Hoffnung beflügelt, zelebriert Chagall diese Freiheit auf seinem Bild das Friedhofstor und verknüpft damit ein weiteres historisches Ereignis jenes Jahres. Das Gemälde stammt von 1917, dem Jahr der Revolution in Russland, als die Juden Bürgerstatus erhalten. Doch im gleichen Jahr wird auch die Balfour-Deklaration verabschiedet, die den Juden eine nationale Heimstätte in Palästina verspricht. Das Bild ist deutlich zweigeteilt. In der unteren Hälfte sehen wir den fein strukturierten Friedhof, während der Himmel darüber explosiv und kubisierend abstrakt wirkt. Vor allem ist er weiß-blau, wie die zionistische Fahne. Im Jahr darauf wird Chagall zum Kommissar für Kunst und Kultur im Bezirk Witebsk ernannt. Zunächst heißt es für ihn, den ersten Jahrestag der Revolution gebührend zu begehen, mit Hilfe der Kunst. Im November 1918 zeigt die Kunst Flagge. Im ganzen Land repräsentiert sie voll Stolz das neue Regime. Girlanden, aber auch Bilder und Plakate, realisiert unter anderem anhand von Skizzen Marc Chagalls und David Jakasons, zieren die Straßen von Witebsk. Die Dekoration der Stadt war der größte Erfolg dieses proletarischen Fests, schreibt das neue Staatsorgan Izviestia. Wir lauschen der Stimme unseres künstlerischen Gewissens, das uns die Ideen und Formen diktiert. Die Ideen und Formen einer neuen revolutionären Kunst. Und wir wagen zu denken, dass uns die Zukunft folgt. Die nun anbrechende Epoche lässt auch die jüdische Kunst- und Kulturszene erblühen. Perlen jiddischer Literatur werden aus den Schubladen geholt. Verlage gegründet. Künstler und Schriftsteller arbeiten in enger Symbiose und entwickeln eine moderne Volkskunst. Ein Hauptakteur dieser Erneuerungsbewegung ist der Maler und Typograf El Lissitzky. Die Malereien in der Synagoge von Mogiljow, dem heutigen Machiljow, die Anski auf seiner Mission entdeckt hat, inspirieren ihn zu einer zeitgemäßen Version des Märchens Siches Chulin, in Zusammenarbeit mit dem Schriftsteller Moishe Brodersohn. Die Titelseite ist buchstäblich ein Manifest für die Entfernung der Kunst aus der rein religiösen Welt. Außerhalb der Szene ist ein frommer Jude zu sehen. Ein Dichter lauscht der Tradition, verkörpert durch eine Torarolle. Doch sein Blick ruht auf dem Künstler. Zwei Jahre später taucht Lissitzky mit den Illustrationen zum alten hebräischen Lied Chat Gadya, kleines Lämmchen, endgültig in die Moderne ein. Dieses Kinderlied ist eine Parabel auf die Befreiung des jüdischen Volkes durch Gott. Durch die Übertragung ins Jiddische macht Lissitzky sie einem breiten Publikum zugänglich. Die Anlage ist bereits deutlich radikaler. Der Raum ist konstruiert, strukturiert, koloriert und erstmals tauchen in seinem Werk geometrische Formen auf. Das ist fast schon ein Propagandawerk, ein Traktat zugunsten der bolschewistischen Revolution, die die Juden von aller Unterdrückung befreit, die sie jahrhundertelang erleiden mussten. Auch Chagall illustriert Bücher und verfolgt ein großes Projekt, um das Volk für die Kunst und die Revolution zu öffnen.
Statt in Ruhe meine Bilder zu malen, habe ich eine Schule der schönen Künste gegründet und bin ihr Direktor, Vorsitzender und was sonst noch alles geworden. Welch ein Glück! Welch ein Irrsinn, dachte meine Frau. Der Gedanke, in Witebsk eine Kunstschule zu gründen, war Chagall wichtiger als Kommissar für Kunstangelegenheiten zu werden. Eine Art Schule, wie er sie in seiner Jugend immer vermisst hatte. Sein Ziel war, renommierte Maler aus der Hauptstadt um sich zu scharen, was ihm gelang. Sobald jemand den Wunsch äußerte, lud ich ihn ein, an meiner Schule zu lehren. Denn ich wollte, dass alle Kunstrichtungen hier vertreten waren. Umgehend verpflichtet Chagall seinen Freund Lissitzky als Dozent für Grafik und Architektur. Vera Ermolaeva leitet ein kubo-futuristisches Atelier. David Jakasson, der zum Jahrestag der Revolution die Straßen von Witebsk geschmückt hatte, lehrt Bildhauerei. Und Yehuda Penn, Chagalls früherer Lehrmeister, bietet Malkurse an. Die Palette reicht von gegenständlicher Malerei bis zu abstrakter Kunst. Eine seltene Vielfalt, von der bereits im ersten Jahr 120 Schüler profitieren. Chagalls Glück als Kunstschuldirektor endet im Herbst 1919 mit dem Auftauchen von Kasimir Maljewitsch. Eine absolute Führerfigur und charismatische Persönlichkeit, die Chagalls Autorität unweigerlich infrage stellt. In nur wenigen Monaten wird seine Schule völlig umgekrempelt. Mit der suprematistischen Bewegung, 4 Jahre zuvor von Maljewitsch begründet, werden Viereck, Kreis, Kreuz und Rechteck zu den zentralen Formen eines neuen Kunststils. Die Maler, heißt es, müssen Bildsujets und Gegenstände ablehnen, wenn sie Reinheit anstreben. L. Lissitzky folgt dieser Richtung, die in der Schule rasch die Oberhand gewinnt. Er wendet sich von der jüdischen Nationalbewegung ab und der Abstraktion zu. Schlag die Weißen mit dem roten Keil. Dieser Slogan erscheint mehrfach in kyrillischer Schrift auf einem Propagandaplakat, seinem ersten avantgardistischen Werk. Das rote Dreieck symbolisiert den Kampf der russischen Bolschewisten gegen die Weißen, die Anhänger des Zaren, hier als Kreis dargestellt. Ich sagte Ihnen, ein Viereck auf der Leinwand sei ein Gegenstand, genau wie ein Stuhl auf einer Kommode. Sie dachten, wenn sie meine Lehranstalt und alle Schüler vereinnahmen, könnte ein schwarzes Viereck auf einer weißen Leinwand zu einem Symbol für den Sieg werden. Ein Sieg worüber? In diesem schwarzen Quadrat auf dem kümmerlichen Grund fehlte der Zauber der Farben. Direkt nach Lissitzky liefen auch andere zu Maljewitsch über. Erst Vera Ermolaeva, dann David Jakasson. Chagall war mit seinem Lehrer Penn in der Minderheit. Chagall erlebte das als Niederlage, nicht in künstlerischer Hinsicht, das ist nicht der Punkt, sondern in Bezug auf seinen Führungsanspruch im Kollektiv. Die unterschiedlichen Fraktionen treten nun klar zutage. Hier die Jugend um Maljewitsch, dort die Jugend um mich. Beide stürzen wir uns in die Kunst der Linken, doch mit einer völlig divergierenden Auffassung von ihren Zielen und Mitteln. Chagalls Unterricht gilt als überholt. Und mit den Monaten leert sich sein Atelier. Er leidet still. Darüber hinaus fühlt er sich von Lissitzky verraten. Chagall setzt auf Figuration. Doch völlig ausklammern kann er den Suprematismus nicht. In seinen Bildern tauchen geometrische und schräge Formen auf und zeugen von seinem Können, wie in kubistische Landschaft. Das Bild ist ein Augenzwinkern in Richtung Suprematismus. Im Zentrum sehen wir eine Abbildung der Kunstschulfassade. Das ist figurativ. Man erkennt den Bau sofort. Und all die Kreise, Kegel und geometrischen Elemente, die sich ringsum türmen, sind Chagalls Antwort. Damit veranschaulicht er, wie der Suprematismus die Schule okkupiert hat.
Es ist sein eigenes, ironisches Statement zu den Gegebenheiten, so wie er es 1912-13 mit dem Kubismus in Paris getan hatte. In Witebsk entsteht eine neue Künstlergeneration. In jenem frühen 20. Jahrhundert schlägt die russische Avantgarde ein neues Kapitel auf, das weltweit ausstrahlt. Chagall sieht sich zusehends isoliert. 1920 tritt er im Streit von der Leitung der Lehranstalt zurück. Kein Wort mehr von mir über meine Freunde und Feinde. Ihre Masken haben sich wie Holzkeile in mein Herz gebohrt. Keine Angst. Ich werde mich an euch nicht mehr erinnern. Ich habe Russland nicht aus politischen, sondern aus künstlerischen Gründen den Rücken gekehrt. Alle meine Vorkriegsbilder sind in Berlin oder Paris geblieben, wo mein Atelier voll mit Skizzen und unvollendeten Gemälden auf mich wartet. Ich bin wieder in Paris. Welch eine Luft, welch ein Traum, welch ein Rausch. 8 Jahre hat Chagall in Russland verbracht, ohne die geringste Vorstellung von der Ausgelassenheit, wie sie kurz nach dem Ersten Weltkrieg in der französischen Hauptstadt herrscht. Dazu ist Paris neuerdings Schauplatz von Kunstströmungen, von denen er nie gehört hat. Dadaismus und Surrealismus. Der Trend geht zur Verschmelzung der Künste. Montparnasse ist ebenfalls wie verwandelt. Apollinaire ist tot. Blaise Sandra hat an der Front die rechte Hand verloren. Sadkin, auch er im Krieg schwer verwundet, hat gerade erfolgreich 25 Kohlezeichnungen ausgestellt, die er im Schützengraben angefertigt hat. Soutine, Kikuin und Cremenier hat es auf der Suche nach Licht und Landschaft nach Céret in den Süden Frankreichs gezogen. Alle verkaufen inzwischen recht gut. Auch das Talent von Chagall findet jetzt Anerkennung. Der Verleger Ambroise Vollard beauftragt ihn unter anderem mit der Illustration der Fabeln von La Fontaine. Um sie zu realisieren, geht Chagall aufs Land. Hier findet er Inspiration für seine Radierungen. Er arbeitet zunächst mit Gouache. Und die Farben, die er hier sieht, unterscheiden sich von denen in Russland. Das Grün ist anders, viel lebendiger. Es gibt viel mehr Licht und die Farben, die er verwendet, sind intensiver. Auch beobachtet er all die Tiere, die später seine Illustrationen bevölkern. Bald wurde auch ich von der herrschenden Lebensfreude angesteckt. Es war, als hätte meine Farbe vor einer permanenten Bedrohung zu tanzen begonnen. Nationalismus und Antisemitismus gewinnen nach dem Krieg an Boden. Zum ersten Mal in der Geschichte des Salon des Indépendants werden einheimische und ausländische Künstler 1925 getrennt gezeigt. Zudem entfacht die Zeitschrift Mercure de France eine Debatte über die Existenz einer jüdischen Malerei. Manche Kritiker fragen sich, wie ein Verleger einen russischen Juden mit der Illustrierung eines so urfranzösischen Werkes wie der Fabeln von La Fontaine betrauen könnte. Chagall wird wieder von Unsicherheit gepackt. Seine Farben verdüstern sich. Seine und auch Bellas Hoffnungen zerplatzen. Es gab keine Bemerkung, keinen Kommentar, der nicht sofort all ihre Alarmglocken schrillen ließ. Die vielen Pogrome, die ihre Familie und ihre Vorfahren in Russland durchgemacht hatten, hatten auch ihr politisches Gespür und Bewusstsein geschärft.
Sens politique, leur conscience politique. Auf seiner letzten Berlin-Reise erlebt Chagall den Vormarsch des Nationalsozialismus. Und er ahnt bereits die sich anbahnende Tragödie. Er malt Engelsturz. Ein bedrohlich glühender Engel, Vorbote einer Katastrophe, stürzt kopfüber in die Tiefe. Voll Entsetzen drückt ein frommer Jude eine Torarolle an sich. Auch eine Wanduhr fällt herab, wie ein Signal für das Ende der Zeiten. Während ein Christus das künftige Leid des jüdischen Volkes verkörpert. Chagall ist 30 Jahre alt und hat sich nirgends je wirklich daheim gefühlt. Diesmal treibt ihn die Geschichte ins Exil. Mein ist nur das Land, das in meiner Seele liegt. Ich betrete es ohne Pass, da es in mir Traurigkeit und Einsamkeit sieht. Es lullt mich ein und bedeckt mich mit einem duftenden Stein.